ich bin in einem etwas anderen Umfeld im Moment. Ich bin bei meinen Eltern zu Hause. Ich hoffe, man hört mich. Es hallt hier sehr. Und alleine. Mein nettes Frauchen ist zu Hause und macht heute andere schöne Dinge. Wir haben heute den 1. April und ich gehe heute mein Brautkleid aussuchen. Ich werde nicht wirklich irgendwas mitnehmen können, weil das Problematische wäre dann eben, dass wir diese Vlogs jetzt zusammenschneiden und dann würdet ihr das davon sehen. Aber ja, mal sehen, vielleicht kann ich ja irgendwas machen. Und spätestens denke ich mal im Oktober, dass man es da sehen würde. Aber jetzt erst wird geduscht und dann gibt es unten Breakfast. So, ready? Und jetzt gibt's Essen. Ich und Alpaka-chan hier mit Rang aus Alpaka-Wolle gehen jetzt, fahren wieder zurück. Ich habe das Kleine hier von meinem Bruder bekommen. Das hat er aus Ecuador mitgebracht. Und auch das hier. Einen Poncho aus Alpaka-Wolle. Yay. Der ist so bequem. Ich habe ihn geschenkt bekommen vorhin und ziehe ihn seitdem nicht mehr aus. Ja, ich sehe wundervoll aus. Delightful. Aber naja, ich fahre jetzt wieder zurück und ja, freue mich schon sehr auf mein Weibchen. Hello! Ebu! Es ist April, der 7. April, um genau zu sein. Und ihr wisst sicherlich alle, welcher Film rausgekommen ist. Also wird es wahrscheinlich keine große Schwierigkeit sein, rauszufinden, welchen Film wir jetzt gucken gehen. Morgen. Morgen. Wir hatten ein bisschen einen rough Start heute. Es ist Samstag, es ist unser Jahrestag und wir haben verschlafen. Ja. Bad Froggies. Bad Froggies. Es regnet auch ganz dolle. Und wir fahren jetzt nach München in den Tierpark und machen uns heute trotzdem einen wunderschönen Tag. Danach geht das Volksfest.
criminal offensive side-eye. Forbidden Tobies. So, es ist 5 Stunden später. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Aber es war sehr, sehr schön. Ja. Ihr habt ja jetzt ganz viele Eindrücke gesehen. Und ja, schnief, schnief, weil sehr kalt. Jetzt geht's wieder nach Nürnberg zurück. Und dann geht's aufs Volksfest. Es ist Ostersonntag und wir fahren in den Stadtpark, um die Kirschblüten und Magnolien noch ein bisschen zu nutzen, solange sie noch da sind. Treffen uns mit der lieben Sasu. Genau. Und machen da dann schöne Fotos. Eins, zwei, drei. Die Farben sind delightful. Lümmels. Thank you.
Okay. Ja, es tut mir leid. Sobald irgendjemand aus der europäischen Sprache um mich rumredet, dann muss ich immer zuhören. Das ist in Ordnung. So, Shooting ist vorbei und ratet mal, was es gibt. Essen. So, wir sind fertig mit dem Shooting, haben gegessen und gehen jetzt nochmal essen. Treat time. Waffeln. So, ich vollkommen vergessen habe, den Anfang zu filmen. Yay. Ich backe gerade das hier. Und zwar, wir haben Ostermontag. Ich backe Osterhäschen. Und ja, kämpfe mich hier gerade durch den Hefeteig, damit wir nachher schon die Häschen draus machen können. Während mein Weibchen drüben fleißig Bilder bearbeitet. Hey, sehen, ob ich nachher dran denke, euch das the final result zu zeigen. Und the final result. Die sind süß, oh mein Gott. Sehr dicke Häschen, aber Häschen. So. Ich bin gerade Doku-Sitter hier. Das ist Grim. Ja, hallo. Ich bin jetzt gerade Doku-Sitter, solange Chris und Mina Brautkleid shoppen sind. Reden kann ich auch nicht. Und ja, solange bin ich Doku-Sitter hier und passe ja auf diesen kleinen Knöpsi hier auf. So, Feierabend, es ist sehr windig und jetzt geht es danach auf zur Cactus nach Leipzig, aber erstmal muss ich euch zeigen, was mir Wundervolles passiert ist. Ja, ein wunderschöner, wundervolle Person dachte, sie müsste sich auf meinem Auto verewigen und dann einfach wegfahren. Das lieben wir, ne? Also richtig schön, freut man sich.
habe ich jetzt auch noch eine Rennerei. Habe ich richtig Bock drauf. Aber gut, erstmal geht's jetzt nach Leipzig, beziehungsweise erst kurz nach Hause und dann nach Leipzig. Hallo! Hallöchen! Wir sind auf dem Weg nach Leipzig zur Cactus. Es ist Freitag und leider haben wir aufgrund von ein paar blöden Sachen heute es nicht geschafft, früher loszufahren, sonst hätte man noch eine Stunde auf die Messe schon mal gehen können, aber jetzt kommen wir eine halbe Stunde an, nachdem die Messe geschlossen hat. Ja, aber it is how it is und genau. Dann chillaxen wir noch. Genau, dann entspannen wir heute Abend noch, machen noch ein bisschen Schaui übers Cosplay für morgen, für den Wettbewerb, gucken noch, ob wir kleine Sachen reparieren müssen und dann machen wir heute Abend den entspannten. Anyways, es ist ganz schön hier mit vielen Spiegeln und einem Balkon. Und wir haben einen Balkon. Also, Moment, ich mach mal kurz. Wunderschön. Hier stinkt's. Bah. Geh wieder rein. Aber sonst, schniekes, kleines, süßes Zimmer. Und hier noch unser noch viel kleineres Bad. Das ist auch winzig, aber ganz süß. Und ja, wir gehen uns etwas zu essen jagen. Jemand kaputti. Peaches, 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 peaches. Guten Morgen. Tag 1. Yes. Es ist jetzt 6.44 Uhr. Wir gehen jetzt gleich runter und snacken unser Frühstück. Yes. Und dann würde ich sagen, machen wir uns fertig, wa? Jo, let's go. Wir sind fertig. Wir sind nass. Wir sind nass, weil es regnet wie Sau. Und ja, wir fahren. But we're still free. We are. Aber wir fahren jetzt mal. Und ich kann mich nicht anschnallen. Ja, der Struggle. So. Wir sind da. We're here, we're queer. Man hört uns wahrscheinlich auch nicht. Ist laut. Es ist sehr laut. Wir zeigen euch mal ein bisschen was hier ab. Ja.
Sehr süß, die beiden. Ja, wir sind zurück. Es war heute sehr schön. Wir haben leider nichts gewonnen, aber es waren sehr, sehr tolle Leute da. Und es war, glaube ich, der schönste Wettbewerb, bei dem ich je mitgemacht habe. Yes. Also, es war einfach, es hat alles gestimmt. Die Jury war super. Wir hatten ein kleines Catering für uns. So, wir waren kein Fleisch, was einfach so beschaut wurde. Es war wunderschön. Ja, es wurde immer geguckt, dass uns gut geht. Es war ständig jemand da, der auf uns aufgepasst hat, der uns irgendwie geholfen hat. Wenn wir irgendwelche Fragen hatten oder sonst irgendwas, es war alles perfekt getimt, es hat immer gestimmt und auch auf der Bühne hat sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich, man ist für den Augenblick einfach da im Mittelpunkt gewesen. Es war wunderschön und wir haben auch eine kleine Goodiebag bekommen für jeden, der teilgenommen hat. Die werden wir euch dann auch gleich noch zeigen. Und aber jetzt first, Freedom! Freedom! Guten Morgen, es ist Tag 2. Ich habe keine Lust. Oh Gott. Aber wir schminken uns jetzt gleich. Und dann geht es nochmal einen Tag weiter. Wir hatten schon Frühstück. Und ja, heute schauen wir uns mal ein bisschen mehr von der Messe an. Gestern waren wir ja recht eingespannt. Und deswegen, joa. Gibt es vielleicht heute auch ein bisschen mehr Videomaterial. Meine Nase ist ein bisschen zu. Wir haben auch so ein neues Handy-Gimbal bekommen. Vielleicht versuchen wir das heute mal so ein bisschen. Deswegen, wenn manche Videos etwas wonky sein können, ja, liegt es wahrscheinlich daran. Wir versuchen unser Bestes, dass es gut klappt. Wunderschön. Ja, danke. Wir sind zu Hause, wir sind müde, wir sind fertig, wir haben uns auch schon umgezogen. Und jetzt warten wir auf Essen. Natürlich. Natürlich warten wir auf Essen. Und die Katzen sind schon nervig. Die kriegen vor uns Essen. Die kriegen vor uns Essen. Wir haben uns entschieden, uns für heute Sushi zu bestellen. Und ja. Wir sind sehr müde. Aber es war ein schönes Wochenende. Wir waren Stück A. Nein, es war ein sehr schönes Wochenende. Der Wettbewerb war sehr schön. Heute war jetzt ganz entspannt. Und ja, kann man empfehlen. Ist jetzt nicht unbedingt das Größte für Cosplayer. Es ist halt ein Gaming-Festival. Aber wenn man da so ein bisschen Interesse dran hat, ist es ganz nett. Also, ganz schön. Prosti.
Was machst du? Versteckst du dich? Was hat dir die Matte getan? Samstag, Nachmittag um 3:30. Wir laufen gerade zum Volksfest. Ich hoffe, man hört uns, es ist windig. Ja, es ist der vorletzte Tag. Und heute ist Oldtimer-Treffen. Das schauen wir uns mal an. Futtern dort was Kleines. Haben uns fertig gemacht. Für ein Shooting mal wieder die beiden. Yay. John Mild, it is what I've. Oh Gott, I'm 14. Heute wären eigentlich die liebe Fani und ihr Mann da gewesen. Die konnten jetzt aber das Wochenende nicht kommen, weil sie krank geworden ist. Der Kater schreibt im Hintergrund. Und jetzt fahren wir ins O3 zusammen mit Bello und Natsu. Und die holen wir jetzt ab. Und dann geht's los. Ich habe keine Ahnung, was die beiden heute tragen. Ja, ich habe auch nicht gefragt. Also sie werden wahrscheinlich auch ein Cosplay anhaben. Und ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Jo. By Martin. The way. Yay. Ja. Und gleich gibt's Essen. Martin? Martin? Martin, I hate your tea and wish you made coffee instead. Es ist Donnerstag, wir haben Essen. Ja. Ganz unorthodox, dass wir mit Essen anfangen. Wir sind auf dem Weg nach München, fahren zu Lena und verbringen dann bei ihr die Animuk
Und wir hoffen, es regnet nicht. Ja, wir hoffen, es regnet einfach nicht. Unser Auto ist voll. Ja, sehr voll. Literally, komplett voll. Also wir könnten niemanden mehr mitnehmen. Nö. Ja, so edit halt, ne? Mit 6 Kostümen. Ja. Aber das wird cool. And now food. Food. Hier sehen wir Anastasia in freier Wildbahn. Es ist kalt. Es ist nass. Wir hassen alles. Dem Kleid. Hallo. Sieht nass. Es ist sehr nass. Es ist sehr verregnet. Wir sind gerade auf dem Weg zurück und ja, der Tag war sehr durchwachsen. Das Wetter hat den Großteil davon ja seinen Teil beigetragen. Deswegen, wir haben es auch leider nicht geschafft, wirklich viele Videos oder sonstiges zu machen, weil es hat durchgängig geregnet. Also jetzt? Ja. Wir hatten vielleicht irgendwie literally eine Stunde, wenn man es zusammennimmt heute, vielleicht wo es mal nicht geregnet hat, den gesamten Tag. Und ansonsten, ja, es hat geregnet oder durchgängig genieselt. Ja, jetzt ja. Schüttet es gerade wieder richtig. Yay! Naja, hoffen wir einfach, dass morgen besser wird. Anstrengend. Wir machen Fotos. Es ist viel zu anstrengend. Wir haben bisher kaum Videos gemacht. Stress. Ja. Wir fahren jetzt nach Hause. Es ist 8:45. Ich bin kaputt, ich habe Kopfweh. Ah, Cosplayen macht Spaß. Mhm. Nein, aber wir sehen sehr snackig aus, trotz allem. Ja. Morgen wird noch snackiger. Ja. Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Es ist Tag Nummer 3. Ja. Wir sind hart kaputt. Ja. Oh, ist für YouTube zulässig zu lassen. Ja, heute Asuna und Kirito. Kann man das schon als Oldschool zählen? Das ist schon Oldschool, ist über 10 Jahre alt. Belastend. Aber wir reden nicht über Zeit, haben wir gestern eigentlich etabliert. Vielleicht schaffen wir es heute auch mal mehr Videos zu machen, die nicht nur im Auto stattfinden. Ich schwöre, wir sind auch auf den Cons, nicht nur im Auto. Aber ja. Genau. Auf das wir diesmal mehr filmen.
schwöre, wir sind auf der Con. Muss ich umdrehen? Wir sind auf der Con. Ich schwöre. Ich habe gesagt, wir sind nicht nur in einem Auto. Es ist alles viel zu stressig. Aber ich habe geschafft, ein paar mehr Videos zu machen, während meine wundervolle Waifu hier Fotos gemacht hat. Ich war assi. Okay. Da unten ist die Con. Ich schwöre, wir sind da. Yay. Wir machen mal so jetzt noch Videos. Ja. Oh, ich sehe aus wie ein Schaf. Ach, ein sehr süßes Schaf. Ich sehe aus wie ein Fuckboy. Yay. Darf ich das sagen überhaupt? I don't know. Ja, wir sind jetzt fertig und wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind kaputti. Ja, aber wie? Und ich habe ganz dolle Kopfschmerzen. Vielleicht nehme ich jetzt auch noch schnell eine Schmerztablette. Aber ja, ich habe noch eine Haarspange gefunden.